Das ist der größte noch stehende Menhir hier in der Bretagne. Der ist so zwischen 12 und 15 Meter hoch. Man streitet sich, wiegt etliche Tonnen und wurde 3 Kilometer bewegt. Davon geht's hin. Also von da, wo er gefunden wurde, wurde er hierher transportiert. Ne? Sie haben den Wegpunkt erreicht. Danach drehen Sie, wenn möglich, um. Dann steht da. Tom Menhir. Hier sind wohl auch so Fruchtbarkeitssymbole, so Phallus-Dinger sollen da eingraviert sein. Und da sind dann die Pärchen, kommen dann hier nachts hierher und reiben sich dann nackt in diesen Stein, um besonders hübsche Kinder zu kriegen. Ja, ich mich da auch mal reiben soll. Na, da gehen wir jetzt mal gucken. Dampfen. Hallo zusammen, hier ist wieder euer Heinz aus der Bretagne. Ja, ich befinde mich gerade am größten stehenden Menhir in der Bretagne. Das Ding ist 12 bis 15 Meter hoch. Da unterscheiden sich die Messungen wohl. Ja, wir sind hier bei Plouarcel in der Nordbretagne, ganz im Westen von Europa. Ja, und das ist ein ganz toller, wie gesagt, der größte noch stehende Menhir. Es gibt einen Menhir, der ist 20 Meter groß, der ist allerdings umgefallen und in 4 Teile zerbrochen. Der ist bei Loch Maria Caire, das ist da unten in Carnac, Quiberon, die Ecke. Sehr bekannt auch für die tausenden Menhire, die da in der Allee stehen. Ja, jedenfalls sind wir jetzt hier am Menhir, am größten noch stehenden. Und da stelle ich mich mal daneben, Dampf ein. Und dann seht ihr mal, wie hoch das Ding ist. Ja, und es heißt, hier kommen Pärchen hin, die sich dann nackt an diesem Phallus-Symbol reiben, um dann hübsche Kinder zu bekommen. Also wer hübsche Kinder haben will, kommt alle nach Plouarcel zum Menhir und reibt euch. Gut Dampf.
Ja, also enorm. Das haben die Leute so vor 5.000, 6.000 Jahren hier hingestellt, das Teil. Haben das wohl 3 Kilometer weiter entfernt gefunden, den Stein, und hierher transportiert und aufgestellt. Wie? Ein Rätsel. Warum ein Rätsel? Aber es ist hier auf jeden Fall eine exponierte Stelle. Wir sind hier auf so einem Berg, mehr oder weniger. Naja, Hügelchen. Hier ist also eine schöne Sicht. Ja, ist natürlich ein bisschen zugewachsen alles. So sieht es hier aus am Menhir. Ja, ich kann die Gegend hier nur empfehlen. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Jedenfalls, wenn das Wetter mitspielt. Und das spielt im Moment fantastisch mit. Wenig Wind, Sonne. Ja, und hier im April ganz wenig Leute noch unterwegs. Also jetzt hier im Norden. Quiberon war ich auch schon. Da fängt es jetzt langsam an, dass da die Leute hinkommen. Es kommt jetzt auch Ostern. Da wird es jetzt was voller. Aber hier ganz im Norden. Finisterre, hier ist das Ende der Welt. Ja, hier ist also noch deutlich ruhiger. Ja, ich wünsche euch was. Bleibt fröhlich, gut Dampf. Ne? Man sieht sich. Eine schöne Gruß vom Heinz aus der Bretagne. Ahoi. Ich wollte euch nur noch mal unseren Pennplatz für heute zeigen. Der ist ja nicht schlecht. Schlaf mal schön.